Vielen Dank für die Einladung zu diesem sehr erfreulichen Event. Ich mache es wie Anna, ne? Lieber nicht. Ich habe schon viel gelernt, würde ich fast sagen, heute und bin sehr froh, dass ich hier bin. Passt gut zusammen. Habe ich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Ich habe dieses Bild, hört man mich jetzt gut? Hier oben hört sich das komisch an. Ja. Ich habe dieses Bild gestern aus meinem Vortrag entfernt, weil ich hatte 13 Bilder. Das hat mir nicht gefallen, räumlich. Ich wollte lieber 12 Bilder haben und ich wollte auch nicht exaltiert erscheinen. Nachdem ich Anna Jessens Vortrag gehört habe und Clint Eastwoods Anpassung an Raum und Klima in Form eines Hutes, eines Ponchos und eines Revolvers, Colt, gesehen habe, habe ich da hier die Technik gebeten, dieses Bild wieder einzufügen. Und ich habe auch noch ein letztes Bild eingefügt. Das hier ist eine Szene aus dem Film Ich will doch nur, dass ihr mich liebt, von Rainer Werner Fassbinder. Die älteren Herrschaften werden sich wahrscheinlich alle Fassbinder-Filme schon angesehen haben in ihrem Leben. Den Jüngeren kann ich es nur empfehlen. 1972. Fassbinder hat zum Beispiel gesagt, natürlich, also ich meine, das hier ist eine Inszenierung, natürlich kann man mit Räumen die gesellschaftliche Situation darstellen. Natürlich sind Räume politisch. Meine Projekte im Büro sind eigentlich größtenteils im Bereich von Kunst- und Filmkontext angesiedelt. Deshalb also auch diese Affinität, wahrscheinlich diesen Raum, wie ihn Fassbinder sieht, als ein rein architektonisches Projekt zu betrachten. Ich beziehe mich nochmal auf Anna Jessen und bespreche auch von meiner Arbeit an der Universität. Ich bin Professorin nicht für Raumgestaltung. Mein Lehrstuhl ist Raumgestalt. Das ist was anderes. Wir haben schon auch, das ist auch wieder, das ist fast ein Zwiegespräch gerade. Und ich möchte auch ein bisschen Schleichwerbung machen, obwohl ich natürlich keine Schleichwerbung mache, aber ich beziehe mich auf die Dinge, die wir an dem Lehrstuhl für Raumgestalt und Entwerfen unternehmen. Ich wollte das nicht machen. So. Ich lese vor. Am Lehrstuhl Raumgestalt und Entwerfen habe ich die Publikationsreihe Repertoire begonnen. Sie sehen es hier. Gerade arbeiten wir als Autorinnenkollektiv am Repertoire 8. Assoziationen, Ideen. Die Repertoirehefte sind, wie auch alle anderen entwurflichen Themen, eine Beschäftigung mit dem Raum, mit der Raumgestalt. Ich denke, auch ein Buch ist ein Raum. Die darin kuratierte Sammlung von Zeichnungen und Fotografien normaler, in Anführungsstrichen, und architektonischer Situationen möge dem Vergnügen der Erweiterung des eigenen entwerferischen Repertoires und der von mir initiierten Forschung zur Nachhaltigkeit der architektonischen Form dienen. Der Titel meines Vortrages, wie schon erwähnt, lautet Repertoire Spiegel. Foucault möchte ich nicht zitieren, aber vielleicht wissen es einige auch sogar besser als ich. Ich bin keine Theoretikerin. Hat einen interessanten Artikel geschrieben zum Spiegel als Heterotopie. Der Spiegel funktioniert als Heterotopie, weil er den Ort, an dem ich bin, während ich mich im Spiegel betrachte, absolut real in Verbindung mit dem gesamten umgebenden Raum und zugleich absolut irreal wiedergibt, weil dieser Ort nur über den virtuellen Punkt
jenseits des Spiegels wahrgenommen werden kann. Das Repertoire, Spiegel. Das Repertoire ist die Summe aller Werke, die ein Künstler oder eine Künstlerin jederzeit aufführen kann. Der Spiegel ist ein Werkzeug und eine Metapher. Ich möchte hier und heute die einfache kleine Geschichte eines in meiner Arbeit immer wiederkehrenden Motivs, eines sogenannten Ding-Symbols, eines sehr kleinen und monumentalen Entwurffragments erzählen, die ich als generelles Statement für diesen Anlass gerne einmal notiert habe und die damit, zumindest für mich, schließlich von übergeordneter Bedeutung ist. Es ist die Parabel vom Repertoire-Spiegel, diesmal mit Bindestrich, der Ausstellungsarchitektur zur Repertoire-Show, der Book-Launch also von unserer Buchserie, in der Architekturgalerie Berlin-Satellit vor Corona. Die Architekturgalerie Berlin ist ein rechtwinkliger, länglicher Raum mit Schaufensterverglasung im denkmalgeschützten Ensemble Karl-Marx-Allee. Der Entwurf der Grand Show in diesem Galerieraum muss vieles können und vieles sein. Er soll für den Aufenthalt einer großen Anzahl von Gästen zur Eröffnungsveranstaltung mit einem Auftritt des Vibraphonisten Christopher Dell ebenso gut funktionieren und aussehen wie für den reinen, ungenutzten Moment als Raum, als Anblick, also nächtlich beleuchtet und von außen durch die Schaufenster im Vorübergehen betrachtet. Und der Inhalt der vorgestellten Repertoirebücher, also 6 Poster, ungezählte feine Schwarz-Weiß-Linienzeichnungen, soll optimal gezeigt werden, damit auch der Verkauf der Limited Edition, der Liebhaberinnenausgabe, ermöglicht wird. Dazu wird der Raum für den Ausstellungszeitraum in einen Bookshop transformiert. 2 privat vorhandene Verkaufstische, Schreibtische aus der Entstehungszeit der Karl-Marx-Allee, ein roter und ein grüner, und die Originalkartons mit Erstausgabeexemplaren as found werden in den beiden Schaufenstern der Galerie positioniert. Und last but not least soll die Ausstellungsarchitektur, ohne dass dieses erwähnt wird, auch als Entwurf, als Raumtransformation, als Eingriff, also als ein Projekt des Studio Oda Pelmke erkennbar sein, aus der Nähe, en Detail, ebenso wie aus der Ferne. Als architektonisches Element, und es soll preiswert sein, es darf nichts kosten. Als architektonisches Element, Werkzeug und scheinbar einziges Ausstellungsstück wird der sogenannte Repertoirespiegel an der Rückwand der Galerie zentral im Raum aufgestellt. Der Spiegel mit seinen 2 Flächen, jeweils aus 6 Teilen zusammengesetzt, auf dreieckigem Grundriss an der Wand aufgestellt, im Winkel voneinander abgewandt und miteinander verbunden, wirkt reflektierend, aber nicht illusionistisch. Der Spiegel verändert den Raum der Galerie und das Verhalten der Gäste. Er ist physisch und metaphysisch wirksam. Umberto Eco, 1990, schreibt über Spiegel. Der Spiegel ist ein Schwellenphänomen, das die Grenzen zwischen dem Imaginären und dem Symbolischen markiert. Das virtuelle Bild wird so genannt, weil der Betrachter es wahrnimmt, als ob es im Inneren des Spiegels wäre,
während der Spiegel selbstverständlich kein Inneres hat. Um einen Spiegel gut zu gebrauchen, müssen wir zunächst einmal wissen, dass wir einen Spiegel vor uns haben. Nachdem wir das geklärt haben, pflegen wir stets davon auszugehen, dass der Spiegel uns die Wahrheit sagt. Architekturgalerie. Der Raum im Spiegel ist ein Vorstellungsraum. Er erweitert den realen Raum um den Raum der Vorstellung, res cognita. Uwe Schröder hat darüber geschrieben. Der aufgestellte Repertoire-Spiegel hat es zitiert in einem sehr interessanten Text. Der aufgestellte Repertoire-Spiegel zeigt den Betrachterinnen aus jeder Position in seinem Inneren, im idealen Raum der Vorstellung, die Wahrheit, die jeweils gegenüberliegende reale Situation des Raumes. An der zentralen Eingangstür der Galerie stehend, also beim Betreten des Raumes oder von außen hineinschauend, schaut man frontal auf die Figur des Spiegels und sieht beide Seiten des Spiegels und damit beide Seitenwände des Raumes. Also die gesamte Ausstellung auf einen Blick. Dieser Blick in den Spiegel bestimmt den Aufbau und das Arrangement der Ausstellung. Die Hängung der 6-farbigen gerahmten Repertoire-Poster an den seitlichen Galeriewänden geschieht auf Anweisung von der Eingangstür aus, also durch den Blick in den Spiegel. Jeweils 3 Poster pro Wand werden so positioniert, dass sie ideal im Spiegel zu sehen sind. Ihre Anordnung an der Wand, die eigentliche Hängung im klassischen Sinne, ergibt sich somit ohne Maßnehmen und Wasserwaage. Sie ist ein Resultat der idealen Figur im wackeligen Spiegelbild. Tatsächlich entwickelt sich entsprechend der 6-teiligen Gliederung des Spiegels eine Art schiefer Hängung. Diese wird zunächst von den Beteiligten als falsch gesehen, dann reflektiert, schließlich akzeptiert und final verfeinert durch konzeptionelle Überhöhung. Erstens die Annahme: Die montierten schiefen Rahmen hängen richtig im Spiegelbild. Zweite Annahme: Die darin befindlichen Poster müssen im wirklichen Raum richtig hängen, also schief im Rahmen. Tatsächlich ist diese Installation ein Zitat der Arbeit A Different Kind of Order von John Balessari 1972, im gleichen Jahr wie Ich will doch nur, dass ihr mich liebt von Fassbinder. Es ist eine Reihe gerahmter Bilder mit darin schief oder schräg positionierten Fotografien, auf die uns der Jazzmusiker Christopher Dell, der spielte, bei der Eröffnung aufmerksam machte. Baldessari schreibt zu dieser Fotoserie: Da gibt es eine kleine, fast simple Geschichte über den Jazzmusiker Thelonious Monk, der seiner Frau A Different Kind of Order, eine andere Art von Ordnung, zeigen wollte. Sie wollte, dass Bilder gerade, richtig, an der Wand hängen. Er hängte sie immer wieder schief oder schräg, so ging es hin und her, bis sie sich eines Tages an seine Different Kind of Order gewöhnt hatte. Die Poster hängen im Ausstellungsraum in a different kind of order, um im Spiegelbild, im Raum der Vorstellung, ideal gesehen zu werden. Diese Verkomplizierung, vielleicht Komplexisierung, ermöglicht die Distanz auf das Gesehene
ist eine Abstraktion und Aufladung zugleich. Der architektonisch eingesetzte Spiegel im Raum ist eine Metapher. Die architektonisch konstruierte Selbstbetrachtung der Dinge erlaubt es, diese zu sehen, wie sie wirklich sind. Hermann Tschech schreibt über die räumliche Wirkung von Spiegeln: Ein Spiegel, der einen Scheinraum simuliert, sollte diese Illusion immer wieder ermöglichen. Der bleibende Reiz entsteht durch die Ambivalenz zwischen dem Wissen, dass es ein Spiegel ist, und der Raum und der räumlichen Glaubwürdigkeit der Öffnung. Der Spiegel ist eine Öffnung, eine Erweiterung des Raumes. Er ist Raum und Objekt, Objekt der Wahrnehmung, Objekt der Erkenntnis. Als letztes Bild habe ich einen Raum eben gerade hinzugefügt, White Empty Space, habe ich eben dazu gelernt. Es ist ein Raum ohne baulichen Eingriff, es ist nicht die baulich gefasste Leere, I disagree. Es ist vielleicht auch der Raum, nichts zu tun, die Dinge offen zu lassen, keinen baulichen Eingriff tun zu müssen, sondern zu warten, bis die Erkenntnis kommt. Vielen Dank.